Schön gemacht. Schade. Mini hat Platz. Bamba. Hazard. Reus. Tor. Schönes Ding. War zu einfach, sagt neben mir einer, der Rinan supportet. 12. Spielminute, 1:0 für Borussia Dortmund. Vorlage von Thorgan Hazard und dann locker abgeschlossen von Marco Reus. Da sehen wir nochmal die Zeitlupe und ich behaupte, da war auch nichts zu halten. Genug Platz, schöne Bewegung. Perfekt unter die Latte gesetzt. Jawohl, da muss er hin. Am 22.07. um 16:30 bei Rot-Weiß Erfurt. Auch das werden wir euch übertragen. Dann geht's auf US-Tour. Da kommen wir mit den Terminen vielleicht später, weil jetzt Marco Reus wunderschön einschießt. Lecker! Zum 2:0 in der 24. Minute. Doppelpack. Tobi hat es geahnt. Da kommen wir vielleicht später zu, weil jetzt Marco Reus ein Traumtor schießt. Ja, ja. Doppeltorschütze Marco Reus. Schauen wir nochmal drauf. Hat Platz, guckt und ja, diese Flugbahn, die kann auch eigentlich nur er, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, er hat ja mal also wunderschöne Tore, die jetzt hier in keinem Vergleich stehen gegen Gladbach. Wie gearbeitet. Natürlich müssen wir Marco Reus erwähnen, der 2 Tore gemacht hat. Und ich fand Franz Pfanne als Sechser, als der Aggressive Leader, wie das Neudeutsch heißt, auch gut. So, Reus macht da noch einen. Nein, aber Julian Rajkov macht noch einen. 43. Minute, 3:0 für Borussia Dortmund. Julian Rajkov, der schon 2-mal die Chance hatte, hier zu treffen, belohnt sich dann auch noch. Und stellt auf 3:0. Da wird er sich freuen, da geht man als Stürmer mit einem ganz anderen Gefühl vom Platz. Sehen wir es nochmal. Reus Vorlage, nimmt da den Kopf hoch, statt selbst abzuschließen. Und Rajkov also macht das. Behaupten, ja. Ja. Ah, schöner Ballgewinn von Ole Pohlmann. Robeson. Ja, ich glaube, den macht er. 4:0 in der 53. Minute. Ich hoffe, der ein oder andere hat in der Halbzeit zugeguckt. Toller Junge, der in Dortmund groß geworden ist, der die Jugendabteilung bei uns durchlaufen hat. Jetzt zurück bei der U23 und nutzt hier den hohen Ballgewinn von Ole Pohlmann. Ja, und dann behält er die Nerven, kurze Schusswinde, schiebt locker ein zum 4:0. Partien werden wir euch auch live übertragen. Und da ich die eine oder andere Frage gerade schon gesehen habe, nächste Woche Mittwoch gegen Oberhausen ist dann, so ist zumindest der aktuelle Plan, auch Nobby dabei. Jetzt gucken wir mal auf Julien Duranville, der legt noch mal rüber. Paul Besong mit dem Doppelpack, mit dem 5:0 in der 67. Minute. Ganz interessant war, der Assistent hatte die Fahne erst oben und hat sie dann wieder runtergenommen. Ja, die haben beide ein Headset. Also ja, das Ding war, der Ball kam vom Gegenspieler und dann kann es nicht abseits gewesen sein. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, wie er eiligst die Fahne wieder runtergezogen hat. Sie haben sich gerade auch noch mal ausgetauscht. Hier sehen wir es noch mal. Da kommt jetzt der Ball von der 5, war es Jonas Michler, Duranville mit dem Auge für den Nebenmann. Und das ist in dem Fall Paul Besong, der ähnlich wie Marco Reus in der ersten Halbzeit einen Doppelpack schnürt und den BVB mit 5:0 hinführt. Semic hatte auch noch mal hochgeguckt, aber da war tatsächlich keiner so eingelaufen, dass er ihn rübergeben konnte. Deswegen auch in Ordnung, da selbst abzuschließen. Und da ist er noch. Nächste Tor. Jetzt ist es nämlich nicht Göktan Gürpitz gewesen, der die Ecke geschlagen hat. Erstmal Henry Blank trifft zum 6:0. Das war dann die 14. Ecke für das halbe Dutzend Tore. Ja. Aber Gürpitz hat dann am ersten Pfosten verlängert. Die Ecke von Falko Michel war es, wenn mich nicht alles täuscht. 6:0 für den BVB. Und erster Gratulant ist sein Nebenmann in der Innenverteidigung, Mats Hummels. Da sehen wir es nochmal, ja genau. Von Michel die Ecke.
Göpitz verlängert mit der Außenseite und dann steht Blank da und trifft. Ja, zack! Zählt auch so. Ich wollte gerade sagen, das kann man auch pfeifen, aber Vorteil laufen warum? Gelassen. 87. Minute, 7:0. Prinz Anning, wir hatten es in der ersten Halbzeit erwähnt, letzte Saison 22-23 der erste Testspiel-Torschütze. Diese Saison womöglich der letzte im ersten Testspiel. Schauen wir mal. Nutzt da auf jeden Fall ja, die starke Pressing-Aktion von Falco Michel-Besong mit dem Auge. Und Anning fällt es dann leicht, den Ball einzuschieben. Ja, jetzt wird es doch deutlich. Ne? Also die